Abends trifft sich Tamme in Berlin mit einer Australien-Expertin. Sie soll ihn auf seine Reise nach Down Under vorbereiten und ihm die Kultur der Aborigines nahebringen. Moin. Moin. Hanken Tamme. Katja Neumann. Mein Lehrling Hallo, Anton. Hallo Anton. Mein Mann heißt auch so. Ist ja wie zu Hause. Ja, dann kommt man gerne rein. Dann kennen Sie sicher mit den Antons aus, dass sie nicht so einfach sind. Ja. Apropos nicht so einfach. Auch Didgeridoo spielen will gelernt sein. Katja Neumann beherrscht das Instrument der Ureinwohner perfekt. Tamme Hanken leider nicht. Das war hier Durchfall im Norden oder so. Es soll ein tiefer Ton geben. Ich mache es mal einmal einen vor. Genau. Also, wie gesagt, das ist jetzt sozusagen ein Trompetenton. Eigentlich ist es ein ganz weicher, der durch Lippenflattern erzeugt wird. Also, benutzen, um Körper zu bespielen, weil wir sind ja ein Resonanzkörper. Das heißt, gerade das Didgeridoo eignet sich auch dazu gut, Menschen zu erden, zum Beispiel. Und man muss da manchmal sogar ein bisschen vorsichtig sein, manchmal sind da sehr empfindlich, dann wird dann fast schlecht, ja, wenn man die zu dolle bespielt. Aber wenn ich das jetzt, also was zum Beispiel, ne, so gerade so die Energiezentren, also die sogenannten Chakren, wenn man die bespielt, dann kann man das auch richtig spüren, ja, gerade im Bauch. Das geht in den Körper rein, das vibriert. Also das ist unglaublich.